Hallo Leute und willkommen zu Dark Souls Prepare to Die Edition. Ich habe mir überlegt, was ich aufnehmen werde, wenn SSBB Server geschlossen sind, also sprich in 2 Tagen. Und ja, da fiel mir dem spontan ein, dass ich mal Dark Souls aufnehmen werde. PvP-Kämpfer und so. Und da geht das auch schon los. Zauberei Seelenspeer. Begrüße. Verbeugen. Immer schön höflich. Das tat weh. Ey, das ist unfair. Eiskalt observiert. Naja. Jetzt mache ich mal so just for fun. Die ganzen Waffen. Ich nehme jetzt mal das hier. Schild nehme ich dann. Das Wappenschild. Und dann nehme ich Nein. Dann nehme ich einfach diesen. So. Das hier bekommt man, wenn man beim Steindrachen den Pfad des Drachen auf Level 2 hat. Und wieder Ausdauer aufladen. Kurzi. Ich hoffe, der Sound ist nicht zu laut. Und das stärkt kurzzeitig den Angriff. Die einfach so draufhauen oder hat jetzt nicht funktioniert, schade. Jetzt wieder das hier setzen, damit wir ein PvP machen können. Meine ganzen Statusse.
So, Wangen. Ach, die will ich jetzt nicht verschwenden. Komm her, du drüben. Und tschüss. Du wirst gerufen. Yay. Anklage. Ah ja. Cooles Schwert, muss man schon sagen. Verbeugen. Das macht sympathische Spieler aus. Okay, du eben nicht. Dafür bekommst du... Ja, die Dornenrüstung, na super. ...703 Schaden, wow. Nein, nicht backstabben. Autsch. Ich stelle den Sound lieber etwas leiser. Oh, auf 18, okay. Machen wir mal auf 15. Dann ist es kein Wunder. Ich nehme mal die Rüstung. Smoke? Ah, da. Blutresie, okay. Dann wieder das hier und... da. Und die schönen Blutschild. Okay. Das sieht echt... OMG. Ich bin ein richtiges Wurmfass. Der da voll ist, bekomme ich 500 Schaden. Und das liegt an der wunderschönen Sense. Die hat nämlich diesen schönen Nebeneffekt, dass ich dann auch Blutungsschaden bekomme. Autsch. Lässt du dich jetzt? Ja, wunderbar. Du wirst gerufen. Oh ja. Kein Kommentar zu der Rüstung. Aber die hat immerhin viel Verteidigung, ja. Dafür bin ich extrem langsam. Ein
Übrigens, der Geist ist schon da. Ja, komm. Zwei gegen einen ist unfair, ne, zur Info. Dämonen-Titanit. Havels, ja. Ich nehme an, wir einen Paladin. Dias war etwas weniger Verteidigung, aber sieht besser aus. Ja. Mal eine andere Waffe probieren. Falsches Timing. Kommst du? Das war ein bisschen zu tief gestochen. Und du? Ach, schlag nicht so langsam. Das passt. Diese ganzen Schilde sind Nachrichten. Pass auf, kauf mal von anderen Spielern. Gelobt sei die Sonne. Und du wirst gerufen. Achtung, Dresche. Die Waffe hier hat auch noch einen wunderbaren Effekt. Sagen wir es mal so. Ach. Bleib du da hinten schön ruhig, okay? Finstergeist wird gerufen. Ja, dann machen wir mal so. Mach nichts Falsches, bitte. Danke. Soll ich gegen dich kämpfen? Okay. Wenn dem so ist. Hallo Havels. Autsch. Das tat mal weh. Winke, winke. Du machst nichts. Säbel. Ich behalte jetzt mal das Schwert. Kurz reparieren. Dankeschön am Reparaturzauber. Ja, ich weiß, brauche noch 4 Intelligenz, damit ich das nutzen kann.
Autsch. Du hast mich getroffen, Respekt. Wenn ich das hier nehme, dann nehme ich das hier lieber. Du wirst gerufen. Eigentlich ja so treten und dann. Hoppala. Hat nicht funktioniert. So, plündern. Weiß nicht, was ich bekommen habe. Na supi. Ladezeiten, Ladezeiten. Hört sich nach einem Backstep an. Ja. Und tschüss. Bleib du da hinten schön ruhig, bitte. Ach, wieder der gleiche. Dein Phantom wurde besiegt, du kehrst in meine Welt zurück. Okay. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Amateur in PvP-Kämpfen. Okay. Wenn das so ist. Ah, okay. Ja, lass mir mal so ein Großschild. Oh. Da bist du selbst schuld. Die Punkte, die ich da bekomme, rechts unten, das sind Seelen. Ich kann die für vielerlei Dinge verwenden. Zum Beispiel zum Aufleveln. Oder Waffen verbessern, Rüstung verbessern und so. Oder Gegenstände reparieren. Und auch so zum Kaufen. Soll ich mal das hier benutzen? Das dauert halt etwas länger, bis da jemand gefunden wird. Ja, dann beim nächsten Mal. So, wetten wir, dass ich wieder bei den gleichen Spielern komme? Ich hoffe es ja nicht. Oh doch, ich sehe den einen Typen schon da oben. Und da ist auch die Sache da. Nein, nicht Nachricht lesen. Winken. Hallo. Zum dritten Mal. Autsch. Das war wieder ein Backstep. Nein.
Noch geht sie. Oh, sorry. Drachenwappenschild hat mehr Feuerresistent. Kommst du? Ach komm, mach nicht so einen langsamen Schlag. Dann mache ich das. Kann wieder Estlissen. Okay, jetzt mache ich das mit dem Drachenauge mal. Das sieht dann so aus. Hast du Lust, gebacksteppt zu werden? Ja, hast du. Ach ja. Dich habe ich halt total vergessen. Schön pariert. Hoppala. Ja, 401 und 400. Dann steigen wir mal die Leiter hoch. Feuerwerk. Ach, da kann ich was plündern. Kurzschwert, lame. Da wechsle ich lieber den Bogen, weil ich möchte die Munition für diesen nicht verschwenden. Und das wird ein Headshot. Ja. Und du auch. Oder auch nicht. Kommst du her? Hoppala. So, da ist noch einer. Wieso kann ich eigentlich so weit zu? Ach, das war zu früh. Du bist auch down. Ja, das ist halt eben der Kompositbogen. Er schießt so schräg nach rechts. Nicht mal den Farisbogen. Ziele auf die gleiche Stelle. Und treffe. Der macht halt etwas weniger Schaden, aber der schießt immerhin gerade im Vergleich zu denen. Also mit dem Bogen muss man anvisieren. So, warte. Ah, nein. Ja, so sieht man's.
Bam. Ja, Schwert des Drachen tötet das. Auf plus 5. Autsch. Autsch. Nicht ausweichen. Es tut's. So, trifft er oder trifft er nicht? Trifft er oder trifft er nicht? Er trifft. Und hier? Irgendwo gibt's eine Stelle, wo er nicht trifft. Ah, die ist hier. Heckenschütze. Und tschüss. Drachenschuppenbesitzer ist aufgespürt worden. Yay! Einen Bogen noch wechseln. Ups. Denn das mache ich jetzt richtig gemein. Okay. Ich renne einfach weg. Lass mich durch. So, Drachentöter Großbogen. Nehmen wir da noch den Falkenring. Jetzt kann ich etwas weiter zoomen. Pfeile wechseln. Und da ist er schon. Wenn er nicht herkommt, dann eben so. Okay. Aber ich kann ihn da noch abpassen. Der Bogen macht halt richtig Damage. Kommst du? Er ist da unten. Knapp vorbei. Das trifft nicht, das weißt du. What the fuck, das macht Schaden. Okay. Das hat Schaden gemacht, OMG. Okay, so.
kann ich wieder den ganzen Gegner killen. Ach komm. Machen wir jetzt wieder das Rote. Das geht schneller. Ja, das geht schneller. Ich wollte noch Hartstahlring, Hartstahlring. Da war er. Egal. Ah, begrüße. Verbeugen. Ja, komm. Okay, ich nutze jetzt Menschlichkeit, um mich zu heilen. Und das war fatal. Invasion? Ja. Ach komm. Zwei gegen eine ist echt ungefähr, nur zur Info. Naja, was soll's. Machen wir wieder mit normaler Rüstung. Ach komm. Und wieder schön mit dieser Kombi. Ja. Nein. So. Okay, jetzt müsste ich leider das warten, bis die Anzeige wieder. Ja, so geht's auch. Okay. Speer.
weißer Drachenhauch. Einmal lesen, was der kann. Von Logan, während seiner Vernarrheit in Seas, den Schuppenlosen, entwickelter Zauber, verströmt Seas Kristallhauch. Weiter, 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 geht schon. Egal. Oh, Kacke, oh, Kacke, oh, Kacke, das kann jetzt was werden. Du bist nicht zufällig der gleiche Spieler wie vorhin. 2 gegen 1. Ganz ehrlich, ich machte lieber freiwillig den Abgang. Und dann fühlen die sich auch noch gut dabei. Naja, immerhin verbeugen sie sich noch. Jetzt warte ich lieber etwas, weil ich möchte nicht wieder gegen diese beiden kämpfen. Ausrüstung reparieren. 372, ja. Der Strahl nagt an der Robustheit. Oh, das mache ich jetzt mit ein paar Seelen. Bist wieder runtergefallen? OMG. Versuch's mit unten. Aha. Achtung, Tränen. Why? Nein, nichts so schließen. Öffnen. So schließen. Machst du die Tür auf? Fail. Ja, komm. Ein bisschen zu eng zum Kämpfen. So, ich glaube, das war jetzt lang genug gewartet. Wo sind meine Seelen? Ach, da. Schnell. Gerettet. Denn man hat nur eine Chance, die ganzen Seelen wieder zurückbekommen. Wenn man die vergeigt, sind die Seelen weg. Und 60.000 Seelen verliere ich nur sehr ungern. Wobei ich jetzt schon über 110.000 für den nächsten Upgrade brauche. Du wirst gerufen. Vollheilen. Der Lieblingsbogen des heldenhaften Bogenschützen Faris. Dieser Bogen übertrifft gewöhnliche Bögen an Reichweite. Bla bla bla. Bitte sagt mir, dass ihr weg seid. Noah 1273 hört sich schon mal gut an. Und der spielt Versteck mit mir, oder? Nein, da hinten ist er. Ja, so gehört sich das. Immer schön verbeugen. Die wollte ich eigentlich. Oh Mann, er hat so ein Schwert. Das bedeutet Ärger. Oh oh. Woher hat er diese schwarze Magie? Ist das... Das war ein Volltreffer. Das eigentlich auch. Woher bekommt man diese schwarze Magie?
Woher? Ja, spring halt runter zum fünften Mal. Autsch. Du hast vielleicht Nerven. Mit einer Sense in den Rücken stechen. Ich probiere das lieber an. Einen. Komm her. Kommst du her? Dann eben nicht. So, wenn es wieder Noah ist. Und. Noch. Gamer Kid 4, 43. Einmal winke, winke. Da haben wir dich schon. Das kann ich auch, warte. Oder beten. Ich könnte ausweichen. Lol. Von wem war denn diese Nachricht? Hahaha, lol. You got an S-Doc. Aha, und was heißt S-Doc? I don't know. Schreiben wir halt mal. So. Okay. Ach, jetzt sind schon. Treffe ich den da hinten oben? Ah nein, ich kann ja keinen töten.
nicht heilen. Ja, ja, ja. Mein erster Sieg. Ziel zerstört. 13.089 Punkte, okay. Yay! Mein erster Sieg, juhu! Aber das war sehr human von den anderen, dass die nur zugesehen haben. You got an S-Dog. What does S-Dog means? OMG, so viele Spieler begegnen schon. Naja. Komm. Ich weiß nicht, welcher dieser zwei Beschleuniger besser ist. Ezalit-Beschleuniger oder Kristallis-Beschleuniger? So kann man besser vergleichen. Klar, der hat zwar mehr Magiebonus. 220 zu 284. Aber dafür habe ich dann nur die Hälfte der Magie. Das heißt, statt 4 Seelensperre habe ich nur 2 Seelensperre. Und da freue ich mich wirklich, welcher besser ist. Ah, hallo. A Purple Turtle. Und tschüss. Das war der Backstep des Todes. Warte. Hatte er das Schwert des Mondlichts? Ich glaube, er hat das Schwert des Mondlichts. Wieder alle killen. Und dabei nicht runterfallen. Man kann auch selbst invasiert werden, wenn man menschlich ist. Man spielt eigentlich einen Untoten, den man am Lagerfeuer mit der Menschlichkeit menschlich machen kann. Da steht es, glaube ich, dieses schwarze Etwas wird Menschlichkeit genannt, doch über sein wahres Wesen weiß man wenig. Wenn die Seele der Quelle an Lebens ist, wodurch zeichnet sich dann die Menschlichkeit aus? Aha. Nein. Auch wenn er
keine Flüche mehr hervorruft. Was mag Logan wohl dazu bewegt haben, sich die Macht der alten Drachen anzueigen? Ich kann mir schon vorstellen, wieso, weil Drachen coole Wesen sind. Selbst den Schuppenlosen. Dieses Fürstenseelenfragment wurde zu Beginn des Zeitalters des Feuers entdeckt. Es hatte sich mit dem Fürst Gwyn gegen die Drachen verbündet. Es ist auch ein Drache. Und der hat sich mit Fürst Gwyn gegen Drachen verbündet? What the fuck? Und dafür in alles Glieden eines Herzog und das Fragment einer großen Seele erhalten. Es ist nur ein Bruchstück, sättigt aber dennoch das Herrschergefäß. Was die bringt, weiß ich nicht. Wir nähern uns dem Ende des PvPs. Finstergeist wird gerufen. Okay, noch einer. Verbeugen. Komm, verbeug dich bitte. Achso, er ruft noch einen Finstergeist. Na supi. Wow. Er hat einen Zweihänder. Die Waffe heißt Zweihänder, sagen wir so. Da kommt schon der nächste Finstergeist. Verbeugen? Nein. Unsympathisch. Springst du wieder runter? Nee. Autsch. Ach komm. Jo. 78.384 Seelen, okay, und du wirst gerufen. Lol, das ging jetzt fix. Two of a kind. Natürlich heilen. Ein geschwungenes Großschwert, das ein mysteriöses uraltes Ritten verwendet wird. Uhigadana. Wo bist du? Wo bist du? Ich höre dich. Solche Typen sind einfach nur unsympathisch. Einfach nur von irgendwoher anschleichen. Ja. Solche Typen hasse ich einfach. Na warte du. Okay. Du wirst gerufen.
32.745 Seelen. Ach du schon wieder. Na hallo auch. Sonnentypi. Hallo? Hallo? Ja, das bist eindeutig du. Autsch. Sein Blitz macht Schaden, das weiß ich nur allzu gut. We meet again. So, ich glaube, ein Kampf wird sich noch ausgehen, wenn ich jetzt die Gegner hier ignoriere. Und dann einfach ein Rufsymbol lege. Aua, aua, aua. Und schnell Estusse. Und dann blocke. Dann müsste es sich noch. Eigentlich mit PvP ausgehen. Ja. Hallo, Miss. What? Say this again. Nein, 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 nein. ETF, ich hab doch geblockt. Ja, okay. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal bei Dark Souls Prepare to Die Edition PvP-Kämpfe. Ich hoffe natürlich, dass euch das neue Projekt gefällt. Ich weiß sonst nicht, was ich nach SSBB machen soll. Naja. Weil es so schön war. Nochmal dieser schöne Angriff. Wumm.